Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind wieder hier heute im OP-Saal. Und zwar hatte ich einfach nochmal Bock, ein paar Leben zu retten. Und dachte mir, wieso nicht? Machen wir das doch einfach. Das Spiel lädt gerade, deshalb seht ihr gerade nichts Höheres und sitze an meinem Schreibtisch. Irgendwie ist das ein bisschen kacke hier eingestellt, aber ist nicht so. Ich habe die Hände falsch rum. Das ist auch ungewöhnlich. So, jetzt ist alles in Ordnung. Wir gehen in Operationen. Schauen wir mal. Bei den Augen sind wir stehen geblieben das letzte Mal. Das Gehirn haben wir hervorragend mit einer B abgeschlossen. Die Nieren haben wir eine A++ bekommen, gar kein Thema. Und ein A bei der Herztransplantation. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt die Augen. Gucken wir mal, was uns hier so an Equipment zur Verfügung steht. Während wir noch im Ladebildschirm sind, bereite ich mich nämlich natürlich vor. Es ist mega laut, dieses Spiel. Ja, das Angenehme ist, diesmal habe ich ein paar Augen zur Verfügung. Ich habe also hier gar kein Problem. Kann ich noch so ein paar von diesen Pillen reindrücken. Jetzt müsste ich ja eigentlich mal schauen, was ich hier so zur Verfügung habe. Ein Stift. Scheint mir ein Laser zu sein, aber oh ja. Das habe ich ja natürlich einmal angemacht. Wie machen wir das denn mit dem Auge? Das ist eine ganz hervorragende Frage. Stift. Muss ja erstmal hier das Ding abnehmen, ne? Aber irgendwie sehe ich nur an seinem Kopf. Hallo! Brillant brilliert habe ich als Achievement freigeschaltet. Jetzt muss ich natürlich das Auge nicht da aufmachen. Auf der Seite am besten auch. Und greife ich in das Auge? Ich muss sagen, es ist schon ein bisschen fies. Aber gut, ich habe gar keine andere Wahl. Ach krass, hier sehe ich mich selber dann. Das ist ja witzig. Ha? Point of view von dem. Okay, ich würde sagen, learning by doing. Einfach ins Auge stechen oder? Ja, muss so einfach sein, denke ich. Ich stecke in seinem Auge! Hallo? Aber es kommt schon ein Stück raus, habe ich das Gefühl. An manchen Stellen merkt man, dass das Spiel nicht auf Windows Mixed Reality ausgelegt ist, sondern eher für Oculus und Vive. Weil das irgendwie nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hab die Idee. Pass auf, ich lehne deinen Kopf und dann hau ich auf den Hinterkopf. Dann muss das Auge doch rausfallen. Hallo? Ah, nicht in den Kopf stechen. Das war nicht so gut. Ja gut, ich hab natürlich hier ein bisschen verkackt gerade. Hallo? Auge soll. Oh. Aber guck mal, da sind sie rausgetrennt zumindest. So sieht's aus. Weil hier, es ist halt. Da muss man einfach mal probieren, finde ich. Kann nicht jeder sofort von Anfang an wissen, wie das funktioniert. Erstmal machen wir eben die Brille hier ab. Oh. Doch nochmal in die Fresse gehauen. So, warte mal, kann ich.
vielleicht gar nicht so schlecht, ne? So nämlich. Bräuchten doch jetzt hier so Augenklammern. Haben wir sowas nicht? Das ist alles immer das gleiche Werkzeug, was wir haben. Ich möchte gerne, dass das rauskommt. Hallo. Ey, hört nicht auf zu bluten. Das ist schon ein bisschen schlecht jetzt. Das Auge braucht er doch eh nicht. Doch einfach. Was ist das da drin? Ich verzweifle hier mit meinem neuen Patienten. Ja. Die Augen machen, was sie wollen. Muss einfach ekelhaft sein, ey. Ich würde die ganze Zeit die Krise kriegen, wenn das wirklich so wäre. Schauen wir doch mal. Okay, ja, ich verliere dann nur. Was ist das? Was soll das sein? Das ist so ein Ohrenhaarschneider. Nasenhaarschneider. Da kommt das Auge raus! Richtig gemacht! Alles richtig gemacht. Ich hab bei den Besten gelernt. So, ich würde behaupten, jetzt ist das Auge hier auch ver. Zack! Und das nehme ich raus hier. Zack! Halt's doch bitte ab da. Hallo? Können wir das mal abmachen jetzt? Wofür ist denn das hier alles? Ich fand nicht weiter Blut, das ist nicht gut. Ab! Den Kopf nach da. Also, was ist denn? Oh, no. Und das können wir auf jeden Fall schon mal reintun. Sieht doch super aus. Das nehme ich auch ab. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Sollen wir es nochmal probieren? Den schnell? Na klar! Und jetzt! Erstmal mit dem Hammer! Die Hammer, habe ich gesagt! Zack! Voilà. Hat diesen Pinzettengriff, ne? Schon ein bisschen. So ist, glaube ich, in Ordnung. Hallo, oh shit. So. Da rein. Das auch ein bisschen rausziehen? Komm mal jetzt. Ach guck mal, ich kann es auch so machen. Ja, da sind wir drin. Jetzt müssen wir es rausziehen. Habe ich verstanden? Hau mal auf die Fräse. Nehmen wir hier das Auge an. Ganz vorsichtig von unten nämlich. Lass es mal abgehen hier. Oh, tschüss. Ja, brauchen wir eh nicht mehr.
Warum haben wir das hier gegeben? Okay, vielleicht doch. Heterochromie, das ist nämlich, weil er zwei verschiedene Augenfarben hat. Sehen bekommen. Mal schön in die Kamera gucken. Ne? Ich glaube, das wird nicht mehr besser. Ich muss mir wahrscheinlich was anderes überlegen. Brauche ich da eigentlich? Habe ich da irgendwas? Auch ein Ding. Brauche ich da eigentlich irgendwas, um die Augen aus deinem Kopf rauszukriegen? Vielleicht den Löffel. Jetzt drei der Löffel. Ein Plastiklöffel, der ist doch hervorragend dafür. Meine Brille kaputt. Gott, ist das ekelhaft. Augen auf. Ich habe irgendwo mal gehört, dass das wichtig ist, bei der OP den Patienten immer zu schlagen und zu gucken, ob der wirklich auch schläft. Ich glaub, was macht man so? Nee, das geht so nicht. Vielleicht hiermit einmal so. Muss die Pinzette herhalten. Ich muss das scheinbar einmal vielleicht das Augenlid irgendwie ein bisschen abtrennen. Ist das dick? Ich glaube, der Löffel ist nicht ohne Sinn hier. Jetzt ist das Auge ja raus, ne? Das ist in der Sache? Oh ja. Ich finde, ich könnte jetzt Augenspezialist im Klinikum haben. So. Komm da bitte raus. Oh, ich will schwarze. Ach drauf. Black and white. Yes. A plus plus, da. Immer noch. Zurück zum Menü. Ja. Jetzt Zähne. Zahnoperationssaal unverständlich, ja. Oh, ich habe nur gerade auf dem kleinen Bild Zehner und einen Hammer gesehen. Jetzt muss ich mich auch noch voll bücken, Alter. Kann ich das mal hochmachen? Das Ding mal abmachen, Alter. Ich muss hier die Zähne rausholen. Zeit. Ja, ich meine, kriege ich denn jetzt das Ding ab? Vielleicht muss ich mir für diese Operation noch einen Stuhl nehmen. Ah, das ist zu hoch hier. So. Ach, guten Tag. Mann. Jetzt sehen wir. Allererstes entfernen wir ihn mal. Mein das. Achso, oh, das sind. So, jetzt verstehe ich es. So, die Zähne, die ich einbauen soll. Machen wir das ab?
voll viel Blut verloren. Junge, bin ich denn dumm? Mach die Scheiße ab, Junge! Wer Blut verliert, wenn ich einfach nur mit diesem... Ein großes Problem ist gerade dieses... Ah, da! Wollen wir uns hier kurz vor... Da auch abmachen... Ist es... Oh! Er schreit mich sofort an, ey. Der Schnulli! Ah ja, okay, ich sehe die faulen Zähne. Ah, der ist die Looking Teeth. Ah, der ist eh gleich tot. Ich weiß nicht, warum er tot ist bei der Zahntransplantation. Aua, ich habe eben ein paar mehr Zähne ausgeschlagen. Es tut mir leid. Eigentlich sind die nicht so wichtig, die vorne sind, oder? Nee, wird doch so. Er ist gestorben, weil ich ihm gegen die Zähne geschlagen habe. Das ist doch ridiculous. Macht gar keinen Sinn. Was machen wir denn? Hör das Ding ab. Oh. Was wurde denn in den Kopf gestoppt? So, junger Mann. Machen wir nochmal. Ja, 1, 2, 3, 4, okay. Ich muss auch ganz dringend zum Zahnarzt, Leute. Oh, ich war seit bestimmt 6 Jahren nicht mehr. Richtig schlimm. Also, so lange nicht beim Zahnarzt gewesen zu sein, ist schlimm. Wieso verliert ihr denn euch Blut, Mann? Ah, das waren ein paar viele, glaube ich. Sind denn noch nicht in Ordnung? Ich sehe es gar nicht. Aber die sehen alle nicht mehr so super aus. So schlimm ist es bei mir noch nicht. Backenzähne. Alle Zähne rausholen oder nur die? What? Was? Ich krieg die hier. Ja, was ist das? Zähne. Da ist doch einer drin! Nur einen? Und ich hab einen A dafür bekommen. Ich hab keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ob das wohl bei allen Ärzten so ist? Ist es so bei allen Ärzten? Ist es nicht. Ja, okay. Muss ich nicht nochmal machen. Haben wir wieder mal zwei Leute gerettet. Unfassbar. Hervorragend, ich bin richtig stolz auf mich. Kann man schon mal den Stift aufmachen? Schön. Das ist ja witzig. Ja, schön. Ach, wie krass, guck mal hier. Noch ganz viele Sachen rein. Das sind die Erklärungen, wie man die Operation durchführt. Aha. Aha. Tatsache, guck mal. Mit dem Hammer soll ich gegen die Schläfe schlagen, damit die Augen rauskommen. Aber mit Anleitung ist es ein bisschen doof, oder? Mal in die Kommentare schreiben, ob ich das lieber
die Augen abmachen. Ja, ist er kaputt. Lass uns mal in die Kommentare schreiben, ob ich bei der nächsten Operation mir voll den Scheiß angucken soll, oder? Oh? Auch noch wen? Na ja, gut. Hackebeil, okay. Interesting. Ja, das so gibt. Weg tun. Ach so, oh, Darm kommt noch. What? What? Warum fliegt das alles? Denn das bitte. Kidney. Oh. Hatten wir ja schon. Das ja. Das würde ich auch mal gerne im Beruf machen. Ich habe in den Korb geworfen und dafür ein Achievement bekommen. Nice! Dann da hinten noch. Fast. Auch fast. Oh, wenn er nicht in die Decke gegangen wäre. Ist er. Naja, okay. Dann, liebe Leute, beim nächsten Mal geht es weiter im Rettungswagen mit einer Herztransplantation im Rettungswagen. Wenn das nicht der Knaller ist, wir applaudieren uns selber. Das war super, vielen Dank fürs Einschalten und Zugucken. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mir demnächst Tutorials angucken soll, ob ich was anderes spielen soll. Vergesst nicht zu abonnieren, dies, das, bla bla bla. Bis dann, peace out.